Willkommen zurück bei Deponia 3. Wo sehen guten Cletus erstmal volle Möhre aus den Latschen gehauen hat. Oppenbot ist dazu gekommen, hat bisher noch nichts gemerkt und das soll so bleiben. Wir quatschen ihn an. Tag. Wie wär's, wenn ich Ihnen die Tasche zur Rezeption bringe? Aber Herr Inspektor, das kann ich nicht zulassen. Denken Sie an Ihren Rücken. Ach ja, mein Rücken. Ich vergesse immer, dass ich ein verweichlichter Schnösel bin. Wenn Sie es wünschen, kann ich Sie gerne regelmäßig daran erinnern. Danke, Oppenbot. Können wir noch was mit dem Spiegel machen? Hallo, schöner Mann. Kommst du öfter her? Meinst du das ernst, Rufus? Waschlappen, die auf dem Boden liegen, räumt der Zimmerservice weg. So, was können wir mitnehmen? Schokolade? Nein. Fenster ist zu. Oh, dann geben wir ihm doch einfach mal... Gut, dass ich so ein gutes Gedächtnis habe, sonst würde ich noch durcheinander kommen. Ja, das ist die Tasche, die wir jetzt aus Cletus' Raum gezockt haben. Müssen wir ihm dann dir geben? Hier! Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe, ich habe zu tun. Sehr wohl. Na endlich. Ich wusste doch, dass das funktionieren würde. Es war nicht ganz einfach. Aber ich bin ja auch ein Experte für brenzlige Situationen. Doc wird ganz schön Augen machen. Mann, wird er sagen, Rufus, du machst echt das Unmögliche möglich. Endlich habe ich dieses Ding, wie hieß es doch gleich, Unterwäsche. Falsche Tasche. Verdammt, dieser vertrottelte Sekretär hat die falsche Tasche genommen. Das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Gut, das bedeutet, dass egal welche Tasche man dem Oppenbot in die Hand drückt, es ist auf jeden Fall die falsche. Beziehungsweise die richtige. Die falsche richtige. Die richtige falsche. Holen wir uns sie wieder. Sollen wir uns mal umkleiden? Keine Zeit! Jetzt zählt jede Sekunde! Nein, wir kleiden uns nicht um. Erstmal wieder nach oben. Mal gucken, was der Oppenbot mit der Tasche gemacht hat. So glauben Sie mir doch. Niemand will Sie übers Ohr hauen. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Ich bin mir sicher, dass der Herr Inspektor alles aufklären kann. Das kann er allerdings. Was bitte? Herr Cletus, so ein Glück, dass Sie hier sind. Offenbar gab es eine Verwechslung mit den Taschen. Kein Problem. Wie bitte? Das eine kann ja nicht sein. Übungen. Warten Sie kurz einen Anruf. Nanu, das kommt ja aus Ihrem Zimmer. Dann ist es für mich. Hallo? Ja, ja, hier ist Oppenbot. Was? Nein, 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 ist es möglich? Einfach futsch? Ist es für mich? Herkommen? Nein, nein, warten Sie. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Passen Sie mal zu, hören Sie mal auf. Bleiben Sie einfach auf Ihrem Zimmer. Hallo? Wer war das? Falsch verbunden. Warten Sie bitte kurz hier, Oppenbot. Ich bin sofort wieder da. Und wahrscheinlich komme ich dann aus der anderen Richtung da. Was? Aber ich muss zugeben, ich bin ein wenig überfordert. Armer Oppenbot. Hoch! Na, das ging aber schnell. Oppenbot, was ist hier los? Das wollte ich Sie gerade fragen. Warten Sie, ist das die Tasche mit dem Geld? Ich fürchte immer noch nicht. Nein. Haben Sie etwa die Tasche aus meinem Zimmer genommen? Aber das wissen Sie doch. Alles, was ich weiß, ist, dass mir jemand die Tasche geklaut hat. Ich verstehe gar nichts mehr. Schwupps. Wenn das Chaos die Ordnung flutet, steigt das Genie aufs Surfbrett. So, gut, dann haben wir jetzt die richtige Tasche, richtig? Richtig. Na, wer sagt's denn? Ein Plasma-Austausch-Fluppe-die-Wupp. Mammutfellrelé. Ich werd's mal lieber drin lassen. Nicht, dass es mir auf den letzten Metern noch abhanden kommt. Besser ist das. Keine Zeit. Jetzt zählt jede Sekunde. Gut, wir können uns immer noch nicht umziehen. Jetzt vielleicht? Keine Zeit. Jetzt. Jetzt zählt jede Sekunde. Hey, Doc.
ich habe Ihren Plasma-Austausch, Fluppi Schmatzikowski. Was ist denn hier los? Rufus, die Operation war erfolgreich. Ich bin endlich wieder die Alte. Yay! Yay? Ja, yay, super. Aber wie? Ja, also das ist doch... Doc, sag mal, brauchtest du am Ende vielleicht gar kein Mammutfell-Relais? Mammutfell... Was? Tja, ulkige Geschichte. Also das ist doch. Ihr wolltet mich loswerden. Was? Ja, genau. Ihr habt mir einen sinnlosen Auftrag gegeben, damit ich euch nicht in die Quere komme. Das ist so fiese. Stimmt das, Doc? Oso? Naja. Wir dachten. Und ich dachte, ihr seid seine Freunde. Ach, komm schon, Goal. Du weißt doch, wie er ist. Egal, was er anfasst. Es endet immer im Chaos. Er hat meinen Kutter kaputt gemacht. Ne. Echt jetzt? Ist das jetzt das Niveau? Ich sag dir mal was über Rufus. Wo ist er hin? Nein, alles endet im Chaos. Vorwärts, Rabadali! Treibt ihm Zahnstocher in den Gaumen! Später vielleicht. Zimmer 1, na großartig. Ups, diese dreckige Verräterbande. Oh. Ah, Cletus, da sind sie ja. Rufus, bleib stehen. Es tut mir leid. Doc und Boso haben... Oh. Wie ich sehe, haben sie ihre Verlobte gefunden. Vortrefflich. Was ist denn hier draußen los? Kann man in dieser Verlobte... Alles endet im Chaos. Was denn? Du? Komm, Goal, weg hier. Holz, Adaragu! Hey, halt! Stehen geblieben! Hey, man sieht die Silhouette von den Leuten links, ganz leicht. Wir müssen Cletus loswerden. Ist in Arbeit. Holz, Adaragu! Nicht doch. Das ist eine Verwechslung. Der gute alte Türentrick. Cool. Was machst du denn hier? Oh, oh. Hey, komm zurück. Oh, Donna hat gewonnen. Oh, hieß sie Donna? Das war schmerzhaft. Ich wünschte, ich könnte diese Verrückte irgendwie auf Cletus hetzen. Ah ja, okay, wirklich, Minispielchen. Cletus ist hier rein. Schrank, Zimmer des Seers. Und jetzt müssen wir Cletus und Donna, hieß sie Donna, zusammenbringen. Gehen wir den einfach mal hinterher. Gut, also das nächste Mal kommt Donner raus, dann der Organon. Das letzte Mal ist Donner hier reingegangen. Gehen wir mal da rein. Okay, das hat noch nicht funktioniert. In Cletus Zimmer. Donna geht den gleichen Weg. Lass das, ich bin nicht Cletus. Okay, es gibt eine Albreibung. Können wir dem Organon entgegengehen? Gucken, was passiert. Wo ist denn Ihre Verlobte jetzt schon wieder? Das wüsste ich auch gern. Zu Doc. Einfach mal alles ausprobieren.
das ist doch... Du wagst es, meine Kleidung zu stehlen? Na, warte. Nein, stopp, ich... Hilfe. Hey, warte. Komm sofort zurück, du Memme. Holz an der Ragout. Hä? Jetzt haben wir immerhin schon beide, Cletus und Rufus, zusammen. Du schon wieder? Nochmal drauf. Warte, ich... Hey, stehen bleiben! Oh oh. Fräulein Goal, achten Sie! Oje. Oje. So, jetzt müsste doch eigentlich Cletus hier rauskommen. Und Goal und Donna sind den gleichen Weg gegangen. Wenn wir ihm jetzt einfach entgegengehen? Aha. Warte, ich... Stopp! Nochmal zurück. Das ist doch... Du wagst es, meine Kleidung zu stehlen? Na, warte! Nein, stopp! Ich... Hilfe! Hey! Warte! Komm sofort zurück, du Memme! Ach du Schreck! Bisher erkenne ich noch keine Logik. Wir gehen mal in den Schrank. Wo ist denn Ihre Verlobte jetzt schon wieder? Wenn ich das wüsste. Doc. Cool, was machst du denn hier? Oh oh. Okay, die haben sich mittlerweile auch gesehen. Jetzt kriegt nur noch zurück. Die Kombo Donna Cletus. Donna müsste hier rauskommen? Zieh Leine! Okay. Aber Goal! Einen Schritt zu spät. Bleib doch mal stehen! Jetzt müsste eigentlich doch... Da ist sie noch. Genau, Donna. Aus dem Treppenhaus kommen. Stopp! Gehen wir dem mal hinterher. Holz an der Ragout! Irgendeine Spur von ihrer Verlobten? Noch nicht. So. Verstecken. Oh oh. Schrank ist so eine Art... Fräulein Goal! Boden aussetzen. Müsste dann doch hier rauskommen. Wir müssen Cletus loswerden. Bisschen Arbeit. So, jetzt kommt Cletus hier raus. Und Donna müsste doch hier rauskommen. Oder? Achten Sie! Jawohl! Das muss eine Verwechslung sein. Ich kenne sie doch überhaupt nicht. Meuchelt den Heuchler!
Geschafft. Aber meine Dame. Meine Dame. Yay. Da sind sie eigentlich. Was soll das alberne Versteckspiel? Was geht hier eigentlich vor? Diese Frau hatte es wohl auf uns abgesehen. Ganz genau. Können Sie nicht besser auf Ihre Gefangenen aufpassen? Meine Gefangene? Die haben Sie doch angeschleppt. Und überhaupt, wo ist sie jetzt? Ja, sie muss die falsche Tür erwischt haben. Ah, recht so. Dann steht unserer Abreise ja nichts mehr im Wege. Abreise? Nach Porta Fisco natürlich. Das letzte Hochboot nach Elysium wartet nur noch auf Sie beide. Es sei denn, Sie würden es vorziehen, hier zu bleiben. Tatsächlich ist es so, dass... Goal, kann ich dich kurz sprechen? Das hier ist unsere Chance. Er wird uns direkt nach Porta Fisco eskortieren. Er setzt uns höchstpersönlich ins Hochboot. Das willst du gar nicht, Rufus. Und wenn deine Dame auffliegt? Sollen wir auf eine bessere Chance warten? Na gut, wird schon schief gehen. Immerhin bin ich ja dabei. Und du versprichst mir, dass du dich authentisch und würdevoll verhältst. Wie Cletus. Wohlan, guter Mann. Würdevoll. Dann lasset uns zurück zu Ihrem edlen Rosse flanieren. Mein Reiterblut wallt bereits. Ja, nach ihm. Und was mit Doc und Bose? Das macht er gar nicht so schlecht. Akt 2, der Held zieht los, doch ehe er friedlos durch Feindesgebiet muss, vollzieht er besagten Reinigungsritus. So will es der Mythos, das klingt fantasielos, doch schlagt es ruhig nach. Gemangelt und blank poliert und als Cletus kostümiert, Rufus mit Goal nun zum Ziel eskortiert. Und was Bozo und Doc angeht, tja, selbst verbockt. Wer nicht will, der hat schon, wer bremst, der verliert. Hussa, wer bremst, der verliert. Hussa, wer bremst, der verliert. Gut, Kapitel 2. Oder Akt 2. Wie Herr Müller Michaelis zu sagen pflegt. Wer braucht schon diese Pfeifen? Oh, schaut mich an. Ich bin Doc. Ich weiß alles besser und habe keine Beine. Oh, schaut mich an. Ich bin Bozo. Ich habe Haare wie ein elysianisches Einhorn und kann Furzgeräusche auf meiner Bassgeige machen. Jetzt ärgert dich doch nicht so. Ich find's ja auch traurig, dass ihr im Streit auseinandergegangen seid. Aber glaub mir, die werden sich schon wieder einkriegen. Spätestens, wenn sie übermorgen aufwachen und noch immer einen Planeten unter den Füßen haben. Mal gucken. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wenn der Organon diesen ganzen Misthaufen hier in die Luft sprengt. Rufus. Schon gut, ich hab's ja nicht so gemeint. wie ist es überhaupt auf Elysium? Du wirst es noch früh genug sehen. Stimmt es, dass sie dort Brunnen haben, aus denen Trinkwasser in die Luft spritzt? Rufus, ich kann mich so nicht konzentrieren. Ja. Was machst du da eigentlich so lange? Ich schreibe meinen Bericht an den Ältestenrat. Langweilig. Es dauert ja nur einen Augenblick. Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Das Bett? Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Ja, natürlich das Bett. Wir sollten ausgeschlafen sein, wenn wir nach Elysium kommen. Und du und ich, wir beide teilen uns ein Bett? Schlafen, Rufus, okay? Nur schlafen. Ja, logisch. Ja, wozu denn? Was denn sonst? Ja, was denn sonst? Schlafen. So, gut. Zurück auf den Organon-Kreuzer. Und... können wir irgendwas mitnehmen? Klimaschacht nicht. Aber vielleicht öffnen. Erstmal den Brieföffner. Den nehmen wir. Darf ich? Wozu brauchst du denn jetzt einen Brieföffner? Na, um meine Post zu öffnen. Welche Post denn? Na, du Post. Wie jetzt? Ich Post? Na... du Post zu mir, wie ein Post-it, das an meinem Herzen klebt. Das war gar nicht schlecht. Ich bin so gestört, dass ich das süß finde. Schubladenknopf, Bettknopf, Schubladenknopf, Bettknopf. Hat Go noch was zu sagen? Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Okay. Na, hoffentlich schnarcht sie nicht. Klotz. Zu Bett gehen. Wieder auf.
Drück mal den Knopf. So viele Knöpfe. Zu Ihren Diensten? Was machen Sie denn da? Die Tür bewachen, Herr Inspektor. Aha, ach so, na gut. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nun ja, Sie könnten beiseite treten. Ich wollte mal auf dem Kreuzer nach dem Rechten sehen. Negativ. Der Amtmann hat angeordnet, dass alle Gäste in ihren Kabinen zu bleiben haben. Was? Aber... Okay, was soll das? Warum versperren Sie mir den Weg? Da bleib ich wohl mal lieber in der Kabine, was? Was soll das? Warum versperren Sie mir den Weg? Anordnung von Amtmann Argus. Er befürchtet, dass sich Eindringlinge unbefugten Zutritt zum Kreuzer verschafft haben. Eindringlinge? Unfassbar. Oh, keine Sorge. Die werden wir schon kriegen. Und wenn wir dafür jede Kabine einzeln durchsuchen müssen. Sagten Sie eben, Sie suchen nach Eindringlingen? Wollen Sie etwa auch unsere Kabine durchsuchen? Ich bestehe darauf, aus der Kabine gelassen zu werden, dann bleibe ich wohl bei dem... Sagten Sie eben, Sie suchen nach Eindringlingen? Das ist doch lächerlich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Im schlimmsten Fall handelt es sich um deponianische Rebellen. Lästig, aber harmlos. Also keine Sorge, Herr Inspektor. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Und solange Sie in Ihrer Kabine bleiben, sind Sie in Sicherheit. Wollen Sie etwa auch unsere Kabine durchsuchen? Wieso? Haben Sie irgendwas zu verbergen? Was denn, ich? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Nein. Ich wollte noch mit dir zu Ende quasseln. Zu Ihren Diensten? Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Na nein, also okay, bitte. Okay, man muss sich vermutlich in die Kabine locken. Nein, hier ist jetzt die Tür runter. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben... Doch, immer noch was dagegen. Zu Ihren Diensten. Ich bestehe darauf, aus der Kabine gelassen zu werden. Das geht nicht. Ich habe meine Anordnung. Das artet ja in Belästigung aus. Ich bin immerhin Elysianer. Sie haben kein Recht, mich so zu behandeln. Sie können gerne offiziell Beschwerde einreichen. Sind wir jetzt etwa Gefangene? Aber nicht doch, Herr Inspektor. Ich habe strikte Anweisungen, mich Ihnen gegenüber so zu verhalten, als würde kein Anlass bestehen, Sie eines Verrats am Organon zu verdächtigen. Aha. Aha. Gut, dann bleiben wir mal lieber in der Kabine. Dann bleibe ich wohl mal lieber in der Kabine, was? Fabelhafte Idee. So, was haben wir noch für Knöpfe? Wir können eine Abdeckung lösen. Nur eine Waschnische. Aber hey, hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Aha. Also was ist denn das hier? Kaffee aus Plastikbecher. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Ja, Müll, ne? Ab durchs Fenster. Zurück zu deinem Heimatplaneten. Kaffee aus Plastikbechern. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Komm hier. Nicht doch im Inventar. Nennt mich einen eitlen Gecken, aber ich möchte keinen braunen Fleck auf der Hose haben, wenn ich auf Elysium ankomme. Nicht doch im Inventar. Okay, das kann man schon mal nicht kombinieren. Warum auch? Hier liegen überall Kabel frei, aber das macht nichts. Schrank öffnen. Okay. Schrank. Trage ich heute mal Perlweiß oder lieber Schneeweiß? Also wirklich, für jemanden, der immer denselben Anzug trägt, ist dieser riesige Schrank reichlich übertrieben. Da könnten ja glatt drei Zwerge Handstand drin machen, was etwa 1,8 Menschen wären, also 1,2 Bosos. Okay, das ist eine lange Kutte und wie er schon sagte, da passen fast zwei Menschen rein. Müssen Goal und Rufus sich stapeln, möglicherweise? Nee, zugeschraubt. Zugeschraubt. Brieföffner. Na, das könnte funktionieren. Tada! Das war... nicht so schwer. Aua! Ende der Fahnenstange. Wow, was ist das alles für Zeug? Geile Location. Da lassen sich bestimmt prima Partys feiern. Bobo, das sieht wieder nach Minispiel aus. Was ist das? Irgendwelche Kameras? Laser? Terminals? Aha. Nee, das ist das Terminal. Da ist noch ein Terminal. Noch ein Terminal. Drei Terminals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Was auch immer. Gelb, gelb, blau, blau. Gelb, lila, lila, blau. Tür. Wow, was ist das alles für Zeug? Wow. Oh, da war noch was. Computerkern. Wow, was ist das alles für Zeug? So, wir haben Computerkern. Können wir irgendwas benutzen? Brieföffner. Von hier oben wird das nichts. Kaffee drüber schütten. Von hier oben wird das nichts. Okay. Ist noch irgendwas? Zurück in die Kabine. Fußmatte. Kaffee auf die Fußmatte. Hoppla! Was zum meine Herren? Wir haben allen Ernstes einen extra Roboter, der die Fußmatten putzt. Der Putzibot. Na, Putzibot. Alles Chico? Sauber. Kaffee auf den Putzibot. Ist das da wirklich ein Getränkehalter? Ist ja irre. Aber dazu muss ich erstmal da runter. Okay, Brieföffner auf den Putzibot. Von hier oben wird das Putzibot. Nichts. Na, sauber. Oh, so einen hätte ich aber auch gerne. So als Haustier. Der ist niedlich, macht keinen Dreck, macht sogar Dreck weg. Und er hat einen Getränkehalter. Wahnsinn. Von hier oben. Okay, das war's aber, glaube ich. Oder? Vertue ich mich? Nee, mehr haben wir hier erstmal nicht. Jetzt gehen wir zurück in die Kabine. Sollen wir Goal davon berichten? Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Ah ja, wir hatten noch den Schubladenknopf. Schuhe. Heißt ja auch Schubladenknopf. So ist es also wahr, was man über Leute sagt, die Plateausohlen tragen. Sie haben einen furchtbaren Schuhgeschmack. Okay. Jetzt sind es Mokassins. Mokassins. Perfekt. Es geht doch nichts über atmungsaktives Schuhwerk. Glites Schuhe. Okay, die sind jetzt mit Kaffee durchtränkt und vom Brieföffner durchlöchert. Was wir damit anstellen können, probieren wir im nächsten Teil. Bis dahin, macht's gut und tschüssi.